US Open Achtelfinalist Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Stockholm im Viertelfinale ausgeschieden. Der 35 Jahre alte Augsburger verlor gegen den an Nummer 3 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas mit 3 zu 6, 6 zu 7, 4 zu 7. Kohlschreiber hat damit nach der Niederlage im Februar in Dubai beide Duelle gegen den 20-Jährigen verloren. Tsitsipas trifft im Halbfinale auf den an Nummer 2 gesetzten Italiener Fabio Fognini. Im ersten Satz wehrte Kohlschreiber, aktuelle Nummer 35 der Weltrangliste, einen Breakball gegen sich ab. Er kassierte anschließend dennoch das 1:3 und nahm Tsitsipas selbst kein Aufschlagspiel ab. Im zweiten Satz ging Kohlschreiber schnell mit 3:0 in Führung und hatte beim Stand von 5:3 zwei Satzbälle, die er nicht nutzte. Punkt. Zuvor waren in der schwedischen Hauptstadt bereits der Kölner Oskar Otte und Maximilian Matterer beim mit knapp 690.000 € dotierten Hartplatzturnier ausgeschieden.